So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, warte mal, jetzt muss man ein bisschen sortieren hier. So, Müll läuft. Das funktioniert. Wir machen das gerade mal, ne? Metallschrott fehlt hier. Ich weiß. Oh, hier. Da geht's schon los. Guck mal einer an hier. Da kommt Kies in den Laden. Jawohl, ja. Jawohl. Ja, siehst du, wenn er voll ist, dann lädt er drüber. Dann geht's rüber in die andere Geschichte. Das ist gut. Das ist gut. So, Metallschrott. Wie viel haben wir da drin? Was war das hier? 10 Tonnen. Dann müsste der hier irgendwann auch mal anfangen, hier umzuladen, ne? Aber das funktioniert hier. Das ist schön. Jo. Keine Arbeiter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, es geht. Wunderbar. So wollen wir es haben. Genau so. So, wie sieht es denn hier aus? Ah, kein Strom. Strom haben wir noch nicht. Irgendwie Saft ist noch nicht da. Wird höchstwahrscheinlich auch noch kein Öl drin sein, ne? Ohne Strom ist ein bisschen schwierig. Nur Öl lagern, dann haben wir das schon mal drin. So, und hier haben wir eine Flüssigentlade-Beladegeschichte, genau. Wo kriegen wir denn Strom her, wenn es denn mal so sein sollte? Gar nicht. Okay. Bei dir? Auch nicht. Das ist aber schlecht, du. Was ist mit dir? Strom ist denn... Wir haben keinen Strom hier vorne, was? Wieso haben wir keinen Saft hier? Wieso, hier ist doch Strom. Da ist doch ein... ne? Ach, der kommt da nicht hin, du hältst das nicht aus. Ach, du Himmel. Aber warte, hier ist doch Saft. Hier ist doch Strom ohne Ende. Da können wir nochmal so einen feinen und so, ne? Hier mal hinbauen. Wir können das ein bisschen hier hin, so hinrücken. So, so. Von mir aus können wir ja auch einen ganz normalen 1,5er, ne? Das langt ja. So, zack. Mach das mal, plan mal so hin, ne? Das nehmen wir so durch. Gut, wie weit ist das Gebäude hier? Oh, die Uni ist fertig. Guck mal eine an hier. Da ist doch schon Highlife und Konfetti. Container sind überfüllt. Gesundheitsrisiko. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt fängt das auch noch an. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen Müll machen. Ach du großer Gott. Wie kriegen wir da noch eine Mülltonne hin? Müll. Eine große Mülltonne. Kriegen wir hier eine große Mülltonne reingedrückt? Und wie wir das hinkriegen? Ja, wundervoll. Dann bauen wir nochmal eine Mülltonne hin. Wo sind unsere... Was ist das hier? Busenterstation. Lass mich mal gucken. Technische Dienstleistung. Da ist nichts da. Hä? Wo fahren Sie das denn hin? Müllkippe, Müllkippe. Wir brauchen mehr Müllwagen, ne? Fällt mir gerade auf. Was haben wir hier denn drin? Sondermüll. Ja, der muss dann ja auch nachher weggefahren werden. Ja, hier geht wunderschön mit Verkehr. Wir werden noch ein paar Müllwagen einkaufen. Hm, nehmen wir noch von denen hier, ne? Haben wir was im Westen? Ich glaube nicht, ne? Ach, hier, guck mal. 9,5 Tonnen! Der ist doch besser wie der hier, ne? Der andere, was war das? 6, etwas, ne? 6,5. 80. 9,5 Tonnen. Den nehmen wir doch. Gibt's den irgendwie in... 18.000. Ja, komm her. Machen wir voll. So, Jungs. Fahrt los. Bewegt euch. Macht. Schmeißt die Motoren an. Die sind brandneu. Hallo. Warte mal, eine Werkstatt, ne? Wie alt sind die Gurken hier? 11% Abnutzung. Eine Werkstatt haben wir, ne? Ich glaube, muss leider mal gucken. Ich glaube, eine Werkstatt haben wir. Hoffentlich deckt die das auch ab hier. Oh. So, warte mal, Geheimpolizei haben wir die auch jetzt hier? Haben wir. Ach, guck mal hier, fehlende Dienstwagen. Da müssen wir nochmal Dienstwagen haben. Und zwar die wunderschönen hier, ne? So, die unauffälligen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? So, jetzt fahrt los, Jungs. Ja, jetzt geht's irgendwie los. Wir müssen einmal checken, was hier, wie die uns drauf sind. Ja, das wollen wir auch ein bisschen nach oben pushen. Was haben wir denn hier? 70% der Regierungsloyalität. Leute, das ist doch großartig. Ja, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, sagt man immer, ne? So. Und sonst? 5.800 plus gemacht letzten Monat. Ja, aber großartig. So, wie sieht das hier aus? 9 Leute. Kohle ist ein bisschen knapp, ne? Kohle ist so ein Problem.
So. Wie ist unser gleiches System? Da fehlt auch ein bisschen was noch hier, ne? Da müsste auch noch was gemacht werden, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr kennt den Laden, ne? So, aber was haben wir hier drin? 57, was haben wir denn hier vom Großen? 2200. Zum Glück haben wir den Großen gebaut. Echt, zum Glück haben wir den Großen gebaut. Ohne Scheiß. Hier ist ja auch Highlife und Konfetti. Hier ist richtig was los. Der schafft ja richtig was weg hier. Mann doch. Da wollte ich gucken. So, und so langsam mal ans Öl ran, das wäre auch ganz cool, ne? Dass wir auch mal so langsam hinkommen ans Öli. Weil das Rohr, das ist schon alles fertig hier. Fehlt bloß noch ein bisschen Strom, ne? Weltmarktbericht Öl, was ist denn das hier? Die Preise von Öl auf dem Weltmarkt steigt. Oh, das ist großartig. Das ist cool. Preise. Was, wo haben wir denn, pass mal, wo haben wir denn hier... Wo hatten wir die Kohle? Da ist die Kohle. Ah, die Preise, guck mal her, 35. Alter, wir müssten echt wahnsinnig viel Kohle wegfahren. Aber volles Rohr. Hier auch. Oh, hier, guck mal. Halt, Alter, halt dich fest, sozusagen, ne? Von 22, was sind das? 22,5 auf... Wo müssen wir damals mal gucken, ne? Auf 27. 27, ach, Alter, Freund, das ist Wahnsinn. Aber wir haben kein Öl zum Wegfahren. Das ist das Problem. Wir haben kein Öl zum Wegfahren. Oh! Oh, oh! Oh, hier bewegt sich was! Oh, da kommt Öl rein. Ist das schön. Ah, cool! Wir haben Öl im Laden. Ja, Mensch. Sendet keine Ressourcen. Hat kein Strom. Wo ist denn hier Strom? Da, was ist denn hier los? Leute, was ist hier los? Wir brauchen mal ein bisschen Strom. Warte mal, ich mach mal. So, jetzt ist Strom da. Jetzt pump mal. Und zwar richtig. Ach, sie pumpen. Ist ja der Knaller. Ja, weißt du was? Dann brauchen wir einen Tankwagen, ne? Ich brauche da keinen Strom. Was machen wir denn da? Bauen wir das mal fertig hier? Wollen wir gleich mal helfen? Ich würde sagen, ne? Wir helfen mal mit hier. Komm. Hü. Was ist mit dem hier? 300 Euro. Machen wir fertig. Jetzt müsst ihr auch, ne? Ist Strom. Ja, guck mal hier. Yeah, wunderbar. Dann können wir hier mal ein bisschen Öl abholen. Und zwar, wir suchen mal einen Wagen. Warum ist denn da, ne? Wir brauchen einen Tankwagen. Öltankwagen. So, was haben wir denn, Feines? Kapazität. So. 11 Tonnen. Was haben wir denn im Westen? Öltankwagen. 17 Tonnen. 17 Tonnen Öl. Was war der andere? 17 Tonnen? Was war der andere? Ich hab's eigentlich voll vergessen. Ach, was war denn das? Da. 11 Tonnen. Wir nehmen den westlichen. Nehmen wir den. Das macht ja auch nichts. Den hier, ne? 25.000. Komm. 4 Stück. Lass mal 4 Stück rollen. So, und zwar... Wo ist denn das? Dahin auf jeden Fall. Und dann an die Grenze ran, ne? Und zwar diese hier. So. Linie E. Nehmen wir die mal alle mit, ne? So. Hühü. Fahr los. Lass sie mal alle gleichzeitig fahren. Die werden sich schon aufteilen. Machen sie. Die fahren jetzt mal zum Tanken rauf. Und zwar... Die fahren hier oben hoch, ne? Höchstwahrscheinlich. Wo fahren die hin? Nee, die fahren weiter. Ach, da fahrt ihr hin. Da ist der erste schon unterwegs. Da ist er. B-Laden, Entladen, genau. Den nehmen wir doch mal mit. Da fahren wir doch eine Runde mit bei dem Knecht hier. Komm. Das genießen wir mal kurz. Haben wir es auch verdient. Ne? Ein bisschen Öl abgreifen. Ja, ich sehe schon, wir müssen Vorfahrtsgeschichte mal ändern hier. Das ist ganz... ganz wild. Und Straßen müssen wir auch ändern. Ach du Himmel. So, Tank. 17 Tonnen, 613 Mücken. Das ist gut, Kleinvieh, ne? Aber da verdienen wir ein bisschen was dran. Auch wenn es nicht viel ist.
Wenn die Preise so gut sind, muss man das mitnehmen. Er schleicht hier durch die Gegend, was hast du denn mit? Was hast du denn gemacht? Ja, wo hast du die hingefahren? War hier, ist hier noch eine Baustelle oder was? War mal eine Baustelle? Oder hat er, was hat er gemacht? Ach, da unten. Aber gut, da ist er noch. Wie kommen die denn da hin? Ach klar, ist kein Straßenanschluss da. Ach du Himmel, ja, das stimmt. Irgendwas ist ja immer, ne? Aber die pumpen fleißig. Das ist großartig. So. Aber ich meine, im Großen und Ganzen, im Endeffekt reicht das ja sowieso nicht, was wir da an Öl rankriegen. Das hier reicht ja sowieso nicht, um unsere Ölraffinerie sozusagen in Schweiß zu kriegen, ne? Das reicht nicht. Reicht von 12 bis Mittag nicht. Dafür muss das hier richtig in Schwung kommen. So, lass mal gucken. Wie weit sind wir hier? Können wir hier schon mal gucken, wie viel hier... 73%. 69%. 70%. Freunde der Sonne. Ja, Mensch, weißt du was? Dann können wir hier doch mal so ein bisschen, ne, regierungsloyalitätmäßig was machen. So, wir haben mindestens 50%, ne? So, und unsere Studenten müssen auch mindestens 50 haben. So. Ich weiß, vielleicht ein bisschen böse, aber, ne? Wir sind alle so hoch. Schüler und Studenten nach Ausbildung bevorzugen. Was ist das? Ja, das frage ich mich jedes Mal, was ist das? Ich glaube, das haben wir schon mal durch, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal durch, warum das so ist. Was heißt es noch? Schnee, also was schreibst du? Innenansicht bis zum Zollhaus, bitte. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Sobald ich meine kleine Pause mache und mir ein frisches Käffchen hole. So, wie weit sind wir denn hier? Jungs, soll ich euch helfen hier oder was ist los? Ach ne, hilft ja auch nicht, wenn das nicht fertig ist, ne? Bringt das andere ja auch nichts. Nee, nee. Alles gut. So, hier wird produziert wie groß. Das ist, so cool. Das ist wunderbar, dass das läuft. Wunderbar. Ich meine, lass mal wieder Müll nochmal gucken. 3,45. Ja, die produzieren wie Harry, ne? Gemischter Müll. Das ist unsere Asche, ne? Unsere Asche, genau. 66 Tonnen. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Noch brauchen wir da nicht groß Schweiß anschmeißen, sondern es geht auch ohne. So, wie ist das hier? Kies kommt rein. Liegt hier schon mal Bauschutt drin? Nee, warte mal, Bauschutt? Nee, hier wollte ich gucken. Ne? Metallschrott noch gar nichts. Doch, warte mal. Doch. Doch, hier wird schon Stahl produziert. Ja, Mensch. Jawohl, ja. Hier läuft es. Hier wird Stahl produziert. Da ist schon mal ein bisschen Stahl drin. Coole Nummer, du. Und das aus dem Müll. Das wird auch weniger. Das wird auch weniger. Wunderbar. Ey, es läuft. Es funktioniert. .324, .323. Ja, ist ein Mann da, ne? Ein Mann, der den Laden dann laufen hält. Das ist schon gut so. So, Züge, wie weit sind wir hier? Produktion eingestellt, warum? Was denn? Müllverbrennung? Ach, ich habe keine Leute da. Na ja, gut. Ist ja auch Winter. Da müssen wir auch, bedenken. So, hier sind sie am Bauen. Wunderbar. Da fangen wir mittendrin an, oder was? Eigentlich doch nicht. Okay. Ja, wundervoll. Freunde, das Stück ist fertig. Hier brauchen wir noch, fehlt noch ein bisschen. Wunderbar, 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 wunderbar. So, wie ist das hier hinten mit? Das Gehört ist auch fertig. Guck dir einer an. 377 voll. Haben wir noch ein Multiwohner? Multiwohner. 285, immer noch so viele. Warum? Meine Güte. Warum? Hä?
Ja, null Arbeiter. Was ist das hier? Warte mal, warte mal. Ach, Zollhaus. Was haben wir hier? 62 Leute. Ein Arbeiter. Immerhin. Besser als keiner. Haltestelle Stoffwinkel. Einen kleinen minderen Stau haben wir hier, ne? Sehe ich gerade. 26. 2. Da kann ich rankommen. Ach, hier die Bushaltestelle verkehrt gebaut. Das ist so typisch. Ja, das ist so typisch. Meine Güte. So, warte mal, die Straßen müssen wir auch modernisieren. Pass mal auf, was haben wir hier? 40.000 Miese gemacht. Warum? Mal kurz gucken, warum? Import. Ja, wir importieren wieder Stahl, ne? 21.000. Letzten Monat 60.000 Stahl importiert. Ah, ja, klar. Ja, wir produzieren nicht genug, das ist das Problem. Wir kriegen nicht genug ran. Was ist denn hier los? Leute, was ist denn hier los? Hallo? Ey, du stehst auch volles Pfund im Weg, ne? Aber ehrlich. Ohne Mist. Ich muss dich leider mal wegnehmen. Hier, Wettrennen. Wettrennen. Wer schneller? Ach, Mist, der hat verloren. Ach, du wolltest in die andere Richtung. Okay. Wir haben auf jeden Fall massig Leute jetzt gerade da, ne? Warte mal gucken. 82. Himmel. 92, Leute, was ist hier los? Ich weiß nicht, wir müssten das mal, glaube ich, beschleunigen. Ich weiß gar nicht, wie wir das am besten machen. Dass die Busse Vorrang haben, rauszukommen. Oder wir knallen eine Ampelschaltung rein. Oder wir hauen eine Ampelschaltung rein. Das nützt alles nichts. Damit die rauskommen hier. So, immer raus, immer raus, immer raus. 7 Leute, 7 Leute, 37 Leute, 38. So, rausfahren, fahrt los, fahrt los. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen hier eventuell anfangen, eventuell hier noch eine Ampelschaltung zu setzen, wenn das schlimmer wird. Das wir auch jetzt wie bei Bau, ne? Wir haben hier hinten noch eine Riesenbaustelle. Die sind aber auch im Schweiß hier, ne? Guck dir das mal an, die sind auch richtig fix unterwegs hier. Und die Hütten sind alle voll, alle voll. Zwei, eins. Guck mal hier, das ist weniger. Wunderschön. 4-1. Och, Himmel. Wo sind die Arbeiter hier? Hallo? Hallo? Wo sind denn die? Hallo? War da nicht gerade im Bus? War doch gerade im Bus, ne? Oder war da keiner drin? 10 Leute. Na gut, haben oder nicht haben. Können wir dann auch dichter ran? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Bis dahin können wir. Bangbusi, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Du hast zu wenig Leute. Ja, ich weiß. Ich habe zu wenig Leute. Das ist das Problem. Das Schlimme ist, wenn du zu viele hast, dann quaken die auch rum, ne? So nach dem Motto, hä? Wir haben keine Arbeit? Hallo? So, wie sieht es denn hier aus? 37, 39, 33. Wir haben das hier doch ein bisschen sortiert. Eine Stofffabrik ist wichtig. 41, komm. Stofffabrik, wir brauchen echt Leute hier in der Stofffabrik. Aber das reicht nicht. Das reicht gerade ebenso, ne? 11 Leute hier, 9 Leute da. Leute, Leute. Fährt da extra ein Bus hin oder was ist hier los?
Talbach Bekleidungsvertrieb. Was ist denn das für ein Bus hier? Ach, Gefangenentransport. Stimmt, warte mal, da müssen wir auch was machen. Was haben wir denn hier? Das Gebäude hat keinen Strom. Hallo, 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 hallo. Hallo? Warum hast du keinen Strom? Ja, es ist Winter, ne? Alles gut. Noch keine Ausbrüche, großartig. So. Wunderbar. Hier läuft auch alles wunderbar. Das ist großartig hier. 66 Leute. Da können wir normalerweise noch ein paar Jungs hinfahren lassen und die dann direkt hier hochfahren, ne? Hier in die Stofffabrik hier oben. Was haben wir hier? Die Talbahnbrennerei. 172 Leute. Dann können wir auch direkt hier hinfahren, ne? Ich meine, die können wir nicht da hinfahren. Also das wird nichts. Lass mal kurz gucken, was haben... Feuer ist gelöscht. Oh, hat das gebrannt? Hat das gebrannt? Gefangenentransport, da. Und zwar 6, 6, 8, 10. Nimm mal zwei von. So. So, dann machen wir das gleiche Spiel hier in Gelb, ne? Pass mal auf, zum dahin und dann... Wir können auch direkt hier in die Stofffabrik fahren. Wir brauchen Stoffe. Dahin. So, und zwar... Die nehmen wir auch mit, ne? So, fahr los. Hü. Halt! Oh, Mist. So, den lassen wir auch losfahren. Nochmal schauen, wie viele Leute da einsteigen. Bin mal gespannt. Junge, 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 was ist hier los? Hallo! Ach du Himmel, jetzt staut es ja schon wieder hier extrem. Komm, wir hauen in der Ampelschaltung. Hier, ich nochmal auf Pause. Wir hauen hier in der Ampelschaltung rein. Und zwar 1 und 3, ne? 1 und 3 und dann 2. 1 und 3. Und dann die 2 für sich, ne? So. Richtig? 10 Sekunden, ich lasse mal ein bisschen länger laufen hier, ne? Ne, 10 Sekunden ist schon cool. Lass mir auf. Mach mal 210 Sekunden, ja sicher. 20 Sekunden, ja. Yep. Und die hier. Auch 20, so. So, mal schauen. Ja, kommen wir nicht weg, ne? Kommen wir nicht weg? Staubst du jetzt hier raus? Ich habe auch einen Flugverkehr hier, du mein lieber Freund. Ja, wollen ja, ganz viele Leute wollen ja unbedingt durch die Stadt fahren. Das machen wir anders. Wir setzen die hier mal auf 10 Sekunden, ne? Auf 10 Sekunden zurück. So. So, mal schauen. Ja, das funktioniert. Das ist gut so. Oh. Hallo? Wir haben Stau, Leute. Wir haben Stau. Juhu. Endlich! Ach, was haben wir lange drauf gewartet? Meine Güte, haben wir da lange drauf gewartet? Ist ja der Klopper. Also warte mal, wir müssen ja mal hier Vorfahrtsregeln. Nee, die laufen doch. Vorfahrt ist doch alles tutti. Was ist denn hier los? Warum drängt ihr euch hier so zwischen? Hier nicht. Ach du Himmel, was ist denn hier los? So, ne? Und hier haben wir. Da haben wir auch. Da haben wir auch. Was haben wir hier? Haben wir auch. So, mal sehen, ob wir hier irgendwie eine Straße noch rankriegen. Ich glaube, kriegen wir nicht, ne? Ne, kriegen wir nicht hin. Damit der Flow ein bisschen besser ist. Wir haben ein kleines Problem. Ganz dezent.
Ach du Himmel, wie kriegt die Leute denn... Ach, wie kriegt das denn hin? Dass die da nicht fahren sollen. Ja gut, das ist der Baukram, ne? Die bauen ja noch. Die bauen ja noch wie Harry da hinten. Aber das kriegen wir auch weg. Das kriegen wir auch weg, früher oder später, weil da hinten ist dann irgendwann keine Baustelle mehr. Dann wollen sie nämlich alle hier oben hoch. Hier nämlich hin. In die große Stadt. Da oben ist nachher spielt die Musik. Ach, die Hütte ist fertig. Guck mal einer an. Ja, wundervoll. Jetzt fehlt es natürlich, dass das hier noch nicht fertig ist. Warum ist das noch nicht fertig? Weil... fehlender Asphalt. Ja, mach das mal fertig. Wir machen das mal fertig. Ja, wir helfen ein bisschen mit hier, komm. So, bitteschön. Das Ding auch. 1800. Das hier auch. Und das hier ist recht. So. Lauft ihr da jetzt auch hin? Ach, guck mal einer an. Die laufen da runter. Die laufen direkt zur Arbeit. Ne? Das ist auch ein langer Weg. Dann sind die auch gleich warm. Aber andersrum, Stahlwerk ist es warm. Da muss keiner frieren. 110 Tonnen. 112 Leute. 113. Ach du Himmel. Und keine Kohle. Ach du großer Gott. Wir können hier Stahl produzieren, dass das nur so rumpelt. Miste. Wie weit sind wir denn hier unten? Jungs, das ist noch echt weit, lang weg, bis das hier fertig ist, ne? Hier ist auch noch nichts fertig, Leute. Das ist nicht zu fassen. Was haben wir hier denn? Kies. Da können wir tonnenweise Kies wegfahren. Da oben ist noch eine Baustelle. Wir müssten das mal verlängern hier. Das mal fertig machen, ne? Ich glaube, das müssen wir machen. Was haben wir denn hier? Oh, da müssen wir mit Brücke hantieren. Aber das machen wir in der nächsten Folge sozusagen. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, warte mal, ich drehe mal ein bisschen rum. So, bis zum nächsten Mal.